Du kannst einen USB-Stick oder ein anderes Speichermedium, zum Beispiel eine externe Festplatte, an dein iPad mit Lightning-Anschluss anschließen und dann auf die Daten zugreifen bzw. Daten auf dem Speichermedium sichern. Für den Anschluss eines externen Speichermediums brauchst du einen Adapter, weil sich an deinem iPad nur ein Lightning-Anschluss und kein USB-Anschluss befindet. Von Apple gibt es zum Beispiel diesen Lightning auf USB 3 Kameraadapter. Es gibt aber auch Adapter von anderen Anbietern. Ich zeige dir in diesem Tutorial, wie du einen USB-Stick mit Hilfe des Apple-Adapters an dein iPad anschließen kannst. Auf diesem Foto siehst du, wie der Adapter an den Lightning-Anschluss des iPads angeschlossen wurde. Am Adapter befindet sich ein USB-Port und ein Anschluss für die Stromversorgung. Für die Stromversorgung kannst du das Ladegerät mit entsprechendem Kabel deines iPads nutzen. Öffne die Dateien-App, verbinde den Adapter mit deinem iPad und stecke einen USB-Stick an den USB-Port deines Adapters. Häufig wirst du dann diese Fehlermeldung bekommen. Der Lightning-Anschluss deines iPads liefert nicht genug Strom, um den USB-Stick zu betreiben. Meist geht es mit alten USB-1-Sticks, neuere USB-Sticks brauchen aber mehr Strom. Deshalb muss der Adapter mit Strom versorgt werden. Ist das der Fall, wird der USB-Stick in den Speicherorten der Dateien-App angezeigt und du kannst auf die Daten genau so zugreifen wie von jedem anderen Speicherort. Der Anschluss eines USB-Sticks ist also möglich, braucht aber einen Adapter und meist auch zusätzliche Stromversorgung. Deutlich einfacher ist deshalb die Datenübertragung unter iOS-Geräten über AirDrop oder die Nutzung von Cloud-Speichern wie zum Beispiel iSurf.